Rolltreppen sind immer noch ein sicheres Zeichen dafür, dass es dort, wo sie fahren, eine Menge dringend benötigtes und manch abgefahrenes Zeug gibt. In den Kaufhäusern liegt die ganze Pracht der Waren unter einem Dach. Und dass man hier Suppentopf und Schlafanzug kaufen kann, mag manch Jüngerer altmodisch finden. Doch gerade in den kleineren Städten sind sie immer noch etwas Besonderes, die Einkaufstempel, in denen im Moment nicht nur die Rolltreppen stillstehen. Trotzdem durften wir mittendrin sein, im alteingesessenen Kaufhaus Birkenmeier in der pfälzischen Stadt Frankenthal. Ute Spangenberger. Moni Burkhardt arbeitet trotz Lockdown. Zusammen mit einer Mitarbeiterin dekoriert sie ein Schaufenster ihres Kaufhauses neu. Ein bisschen Außenwerbung. Für wen, frage ich mich. Hier in der Fußgängerzone in Frankenthal ist kein Mensch. Niemand, der sich die Schaufenster vom Kaufhaus Birkenmeier anschaut. Einen ganzen Tag lang lasse ich mir bei dem Familienunternehmen in der Pfalz zeigen, welche Auswirkungen der Lockdown hat. Die mache ich extra, gell? Ja. Die Weihnachtsdeko muss runter. Wir machen ja so Videoverkäufe und sowas und das sieht's mit Weihnachten halt dann nimmer so gut aus. Deshalb machen wir jetzt die Weihnachtsdeko leider runter. Stichwort Weihnachtsdeko, Weihnachtsgeschäft, wie war's denn? Ja, also unser Weihnachtsgeschäft war eigentlich ganz gut. Die Kunden sind gern gekommen, das muss man wirklich sagen. Die schätzen das, vor Ort einzukaufen. Und dann war es halt einfach schade, dass wir abrupt einfach schließen mussten. Wir hätten es uns anders schöner vorgestellt. Hätten wir uns gewünscht, dass wir so ein bisschen geordnet in den letzten Lockdown gehen können. Um uns herum piepst es. Die meisten der 40 Mitarbeiter sind nur ausnahmsweise gekommen, um Inventur zu machen. Alle hier sind in Kurzarbeit. Wie gut tut's denn, heute zumindest mal im Geschäft zu sein, Frau Schneider? Sehr gut. Man fühlt sich jetzt auch wieder gebraucht und so. Gell? Und wir gehen ja auch gerne arbeiten. Drei Stockwerke mit Schmuck, Schreibwaren, Süß- und Kurzwaren, aber vor allem Bekleidung hat das Kaufhaus. Zurzeit sehr viel Winterware, die sie jetzt nur schwer loswerden. Bei uns ist es natürlich so, dass diese Zeit zum Winterschlussverkauf, der klassischerweise am letzten Montag im Januar immer beginnt, die fehlt uns jetzt ja natürlich, ja, so diese schrittweise Reduzierung. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir das machen. Wir haben neue hier die Aufkleber-Sicherheitsabstände. Ehemann und Inhaber Mike Burkhardt ist im Erdgeschoss mit dem Hausmeister unterwegs. Arbeit gibt es genug, trotz Lockdown. Gerade erst war die Heizung kaputt. Ständig telefoniert der 60-Jährige mit Mitarbeitern, Lieferanten, Kollegen. Zum Glück sagt er, gehöre ihnen die Immobilie. Daher hätten sie keine Mietkosten, aber natürlich andere Ausgaben und kaum Einnahmen. Wir bekommen ja Kurzarbeit, haben wir auch beantragt. Das funktioniert, aber ist anteilig relativ gering. Wir haben ein Darlehen zusätzlich aufgenommen. Das ist ja keine Unterstützung in dem Sinn. Sie müssen es ja auch wieder zurückzahlen. Auch sie hat zu kämpfen. Luana Giannaki. Sie ist Untermieterin bei den Burkhardts, führt einen Friseursalon im Kaufhaus. Schon nach dem ersten Lockdown habe sie Kunden verloren, erzählt sie mir. Gerade die ältere Generation. Wir haben hier im Haus sehr viele, die noch ja, so zwischen 70 und 90 sind. Die trauen sich nicht aus der Wohnung. Und dann sitzen wir da, ne, und warten auf unsere Kundschaft. Moni Burkhardt verpackt derweil Waren für den Online-Versand. Die Burkhardts haben sich einem Online-Portal angeschlossen, trotz Bedenken. Der direkte Kundenkontakt ist ihnen lieber. Das ist natürlich ganz gegen unsere, ja, unsere DNA eigentlich. Ja. Das ist für uns jetzt einfach aus Verzweiflung entstanden. Ihr Mann zeigt mir am Ende der Dreharbeiten noch eine lange Tradition. Jeden Abend, wenn der letzte Kunde das Geschäft verlassen hat, erklingt im Kaufhaus für die Mitarbeiter zum Feierabend dasselbe Lied seit Jahrzehnten. Sie hoffen und warten hier auf bessere Zeiten.